Jetzt mal grundsätzlich, was sind Nachrichtendienste, was sind Geheimdienste? Bei Definition kann man sagen, sind es in erster Linie Spionagedienste, aber das ist, deswegen hat sich auch dieser Ausdruck Geheimdienste sehr stark entwickelt. Nur das alleine ist eben nicht nur die Tätigkeit dieser Organisationen. Deswegen ist der Ausdruck Geheimdienst, Nachrichtendienst sehr eng gefasst. Ich würde eher dafür einen anderen Ausdruck nehmen, nämlich Staatssicherheitsorgane. Aber jetzt mal grundsätzlich zur Entwicklung. Die eigentliche Aufgabe war immer die Aufklärung, das heißt die Beschaffung von Informationen. Und diese Aufgabe war eben nicht nur gerichtet im Bereich eben der Spionage, sondern auch im Bereich der Erlangung von Erkenntnissen, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt zum Beispiel auch Agenten, Spione oder Personen, die diese Dinge analysiert haben, haben unter anderem einfach nur gesehen, was in der Zeitung geschrieben wird in dem jeweiligen Land oder wie die Leute auf der Straße drauf sind, wie die Stimmung ist. Das wurde eben auch verwertet, also nicht nur durch verdeckte Operationen oder ähnliches. Neben der Aufklärung ist ein zweiter wichtiger Punkt dieser Dienste immer gewesen, auch die Intervention, das heißt Sabotageakte oder Attentate. Sekundär kann man sagen, war auch sehr wichtig immer die Gegenspionage, das heißt die Spionageabwehr, das heißt dem Gegner abzuhalten davon, Informationen zu gewinnen oder eben auch feindliche Agenten in den eigenen Bereich vordringen zu lassen. Und was dazu dann weiter noch kam, war der Bereich der Täuschung. Das heißt, man hat versucht, dem Feind absichtlich, eben durch Doppelagenten, Informationen zuzuspielen, die falsch sind. Oder eben zumindest Situationen zu erzeugen im Land, die dann von außen so beobachtet werden und eben ein falsches Bild darstellen und den Gegner zu falschen Handlungen verleiten. Und ein weiterer wichtiger Bereich, so der tertiäre Bereich der Dienste, war dann der Bereich der Chiffrierung, Dechiffrierung, das heißt zu verhindern, dass der Gegner die Nachrichten, selbst wenn er sie bekommt, lesen kann, eben durch Codes, und gleichzeitig auch eben die Nachrichten des Gegners abzufangen und diese in die richtige Sprache zu übersetzen, damit dann eben das gelesen werden kann. Und gleichzeitig auch gesicherte Nachrichtendienste, eben eigene Einheiten gebildet, die sich darum bemüht haben, dass man die Nachrichten, die übermittelt werden, auf Wegen kommuniziert, die eben nicht abgefangen werden können. Verschlüsselte Leitungen bis hin zu toten Briefkästen, wie man das gemacht hat. Und eine letzte Funktion dieser Dienste war eben die Durchführung von Spezialoperationen, das heißt von Kommandounternehmen hinter feindlichen Linien meistens, die vorgenommen wurden, die aber sehr stark schon im militärischen Bereich gehen. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, trifft der Ausdruck Nachrichtendienst oder Geheimdienst dieses Spektrum nur am Rande. Ich befürworte eher den Ausdruck Dienste der Staatssicherheit, Staatssicherheitsdienste. Derselbe wurde ja auch in einigen Namensgebungen der Dienste so übermittelt, zum Beispiel der KGB. Komitee Gasodas und Besobasensti, das heißt das Komitee für Staatssicherheit, oder im NSA, National Security Agency, also das Nationale Sicherheitsagentur, oder im MFS, das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR, da wurde ganz klar eben dieser Ausdruck Staatssicherheit verwendet, wie gesagt, weil diese Dienste, ob sie jetzt Inland, Ausland sind, immer eben sich um die Staatssicherheit bemühen und nicht unbedingt verdeckt agieren müssen. Es können verschiedene Bereiche dazu. Jetzt kann man sich fragen, wann beginnt eigentlich die Geschichte der Geheimdienste? Ne? Also die allererste Form der Nachrichtenbeschaffung waren in der Regel Späher, die man den Armeen, die in den Armeen vorgerückt sind und dort die Feindlage beobachtet haben. Das ist also im Bereich der militärischen Aufklärung war. Das gab es schon seit der Antike, wo man halt eben versucht hat, Nachrichten zu beschaffen aus dem Gebiet zum Beispiel, wo man als Armee einfällt. Oder eben, wenn feindliche Armeen anrücken, zu wissen, wie stark sind die, hat man halt irgendwo Aussichtsposten gehabt oder irgendwelche Späher vorangeschickt, die dann diese Informationen beschafft haben. Das hat sich aber alles nur auf die militärische Aufklärung eigentlich bezogen und nicht auf spezielle Operationen, die sich irgendwo auf feindlichen königlichen Höfen stattgefunden haben oder die irgendwo Spezialoperationen zu Sabotage oder ähnliches. Man könnte natürlich sagen, dass das Trojanische Pferd so eine erste Kommandooperation war, aber in Wirklichkeit geht die Geschichte der Geheimdienste in das 16. Jahrhundert zurück. Zu dem Zeitpunkt hatte die römisch-katholische Kirche, der Papst, ein sehr ausgeklügeltes Spionagenetz, und zwar aus dem Grund, weil er eben Gesandte an alle königliche Höfe geschickt hat und somit ein sehr gutes Netzwerk hatte, um zu wissen, was ist wo los, und gleichzeitig auch intervenieren konnte.
Also Informationsbeschaffung, aber auch dann bis hin zum Dirigieren dieser Höfe. Ja. Die Königshäuser Europas waren eben sehr stark durch den Papst beeinflusst. Und in diesem Zusammenhang war es so, dass dann als im 16. Jahrhundert eine protestantische Königin in England an die Macht kam, Elisabeth, wurde eigentlich der Generalangriff auf England geführt. Das heißt, der Papst hat auch sehr stark interveniert, dass diese Königin weg muss und dass stattdessen ihre Schwester an die Macht kommen soll, die Katholikin war, weil sie war ja Protestantin. Und der spanische König wollte ja schon längst England zurückdrängen, als auch als Seemacht. Und so hat man versucht, Komplotte zu organisieren, Intrigen, um die Königin Elisabeth vom Thron zu stürzen, eben entweder durch eine Palastrevolte, aber auch eventuell sie durch Attentat zu entfernen. Und in diesem Angriff kann man sagen, dieser Übermacht, spanisches Königshaus, Kirchenstaat und andere kleinere Kräfte, war England dem ja nicht wirklich gewachsen. Militärisch konnten sie sich verteidigen, aber sie hatten damals nicht die Infrastruktur, um sich gegen diese Infiltration von außen zur Wehr zu setzen. Und da betrat ein Mann die Bühne der Welt, der eigentlich als der Vater der Geheimdienste gelten kann, nämlich Sir Francis Walsingham. Das war ein Jurist, der anfangs in Frankreich, dann im Exil war und dann wieder zurückkehrte nach England und ziemlich in die Nähe der englischen Königin kam, also als erster Sekretär des Staates. Das entspricht ungefähr so dem Außenminister und gleichzeitig Innenminister, so ungefähr, also eine sehr wichtige Person. Und er organisierte eigentlich den ersten wirklichen Geheimdienst der Welt, also gut organisierten Geheimdienst. Er schaffte es, mehrere Attentate auf die Königin zu vereiteln. Er schaffte es, alle Personen im königlichen Hof ausfindig zu machen, die mit dem Gegner zusammenarbeiten. Die wurden dann auch alle exekutiert. Und hat es wirklich geschafft, mit einem Ring an Gegenspionage dem Feind immer einen Schritt voraus zu sein. Also ihm gelang es fast alle Kommunikationswege zu infiltrieren, die vom Festland auf die britische Insel führten, alle Briefe abzufangen und selbst aber auch seine Spione, die er dann von England aufs Festland brachte, also zum Beispiel nach Spanien oder auch in den Kirchenstaat hinein, diese Verbindungswege aufrechtzuerhalten, ohne dass der Feind sie abfängt. Im Sinne von zum Beispiel chiffrierten Briefen, die nur Personen, die den Schlüssel dafür hatten, lesen konnten. Und die das für Personen, die eben den Schlüssel nicht hatten, ganz gewöhnliche, nette Briefe waren. Ja. Also Sir Francis Walsingham, mehr oder weniger als der Ziehvater der Geheimdienste in England. Damals, muss man sagen, sehr interessant, im Gegensatz zu heute, waren diese Geheimdienste in keiner Weise militärisch organisiert. Das waren also alles entweder Händler, Künstler oder Geistliche, die sehr viel herum unterwegs waren in Europa und die haben dann diese Aufgaben erfüllt für den Staat, konkret fürs Königshaus. Also es war nicht so, dass Leute aus dem Militärsektor für diese Aufgaben eingesetzt wurden. Wäre auch wahrscheinlich zu aufwendig gewesen damals. Aber das unterscheidet sich sehr stark von der damaligen Zeit zu heute. Was noch wichtig ist, dass diese geheimdienstliche Tätigkeit damals nicht in Kombination mit militärischer Tätigkeit war, sondern eher als der Ersatz gesehen wurde für diese. Das heißt, man hat versucht, einen Krieg oder größere Auseinandersetzungen zu vermeiden, indem man eben auf dieser Geheimdienstschiene versucht, den Gegner auszuschalten oder zumindest zu lähmen. Im 20. Jahrhundert hat sich das dann sehr stark verändert. Wir springen also jetzt vom 16. Jahrhundert gleich ins 20., weil dazwischen hat sich sehr wenig getan. Anfang des 20. Jahrhunderts kann man sagen, dass alle Nachrichtendienste, Geheimdienste oder wie gesagt Staatssicherheitsdienste bereits vollständig organisiert sind und auch spezialisiert sind, eigene Abteilungen für die unterschiedlichen Aufgaben unterhalten, also sehr gut durchorganisiert sind und auch alle eben militärisch kontrolliert sind oder zumindest vom Innenministerium dann polizeilich. Aber sie sind nicht mehr irgendwie lose am königlichen Hof oder am Parlament oder dem Präsidenten angehängte Organisationen, sondern sie sind ganz klar einzuordnen, entweder in äußere oder innere Sicherheit. Man kann sagen, im Zweiten Weltkrieg sind die Geheimdienste dann besonders stark aktiv, werden dann auch kriegsentscheidend, dazu werde ich noch kommen. Und ab dem Zweiten Weltkrieg werden sie auch zu sehr mächtigen Organisationen. Das unterscheidet diese Dienste dann auch schon aus der Geschichte, weil vorher waren sie nur Hilfsorgane der Politik. Und ab dem Zweiten Weltkrieg kommt es dann dazu, dass eigentlich so dieser Deep State
eigentlich entwickelt wird. Wenn wir so an die KGB denken in Russland, an den CIA in Amerika, an das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR, das sind schon Komplexe, die eigentlich einen derartigen Einfluss auch auf die Politik ausüben, dass sie schon ein Staat im Staat wären. Das war vorher eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg nicht der Fall, dass Geheimdienste die Politik beeinflusst haben, sondern die waren eben nur ausführende Organe der herrschaftlichen Strukturen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts, ist es so, dass natürlich durch die technologischen Fortschritte jetzt nicht mehr so wichtig die einzelnen Fähigkeiten der Agenten sind, sondern viel stärker eben die Technik, die zur Verfügung steht. Das heißt, die Geheimdienste sind in einer Art technischen Wettlauf, wer halt die besseren Systeme hat und wer die besseren Hacker hat. Also die Agenten sind dann also nicht mehr die coolen James Bond-Typen, die man uns im Fernsehen dann so vorführt, die es sich auch gegeben hat in der Geschichte, sondern eher so die Edward Snowden-Typen, also Leute, die unglaublich große Fähigkeiten im Bereich der EDV haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass ab dem Ende des 20. Jahrhunderts neue Institutionen dazukommen, die hier agieren, die man auch in diesen Geheimdienst- oder Staatssicherheitssektor einordnen könnte. Das sind eben diese Thinktanks, also Analyseinstitute, die teilweise die Regierungen beraten, aber auch dann operativ dann tätig sind, die eigene Abteilungen unterhalten für Regime-Change-Aktionen. Aber eben auch NGOs eben, die eben sehr stark gesellschaftspolitischen Einfluss nehmen in anderen Staaten für die Interessen von ausländischen Staaten. Man kann eine Grobgliederung machen in Inlands- und Auslandsgeheimdienst. Das ist eigentlich etwas, was eigentlich so jeder eigentlich auch sich so vorstellen kann, auch jeder Laie weiß das. Das heißt, es gibt einen Bereich für das, was im Land, im eigenen Einzugsbereich passiert und das, was halt eben in den feindlichen oder verbündeten Staaten geschieht. Also man könnte auch den Geheimdienst dann gliedern in einen polizeilichen Geheimdienst, der also im Bereich der öffentlichen Ordnung fällt, im Inlandsfragen. Und es gibt dann den Auslandsgeheimdienst, der eher militärisch organisiert ist. Und dementsprechend sind auch die Geheimdienste oft angeordnet. Zum Beispiel der britische Geheimdienst MI5 und MI6. Der MI5 ist für den Inland, MI6 für den Ausland. Aber interessant ist, dass MI steht für Military Intelligence. Das heißt, hier ist auch der Inlandsgeheimdienst eine militärische Organisation. Die Geheimdienste haben dann auch oft spezielle Untergruppen, wie zum Beispiel im Marinenachrichtendienst, der eben konkret für die Belange der maritimen Kriegsführung ist. Es gibt dann auch Spezialeinheiten für die Bewachung, vor allem für die Bewachung von Staatsoberhäuptern. Das kennen wir am besten vom Secret Service, den amerikanischen Präsidenten bewacht, oder dem FSO, den Föderalen Służba-Ochrani, das ist der Dienst, der den russischen Staatspräsidenten bewacht, oder eben auch andere Organe des Staates. Das sind eben auch eigentlich Sicherheitsdienste, die eher für Personenschutz oder Gebäudeschutz zuständig sind, aber eben geheimdienstliche Strukturen aufweisen. Dazu kommen Spezialeinheiten, die im Ausland eingesetzt werden für verdeckte Operationen. Das beste Beispiel ist jetzt im russischen Geheimnis der GRU, also die große Verwaltung der Geheimdienste, der britische SAS, der Special Air Service, der gerade im Zweiten Weltkrieg sehr viel gemacht hat, und die Amerikaner, die Green Berets. Green Berets, das ist eben eine Einheit, die wird eingesetzt, vor allem um Rebellengruppen im Ausland zu unterstützen. Da setzt man eben kleinere Trupps ab mit mehreren Spezialisten, sind also alle Soldaten, aber eben auch geheimdienstlich geschulte Soldaten, die dann dort vor Ort die Rebellen ausrüsten, organisieren, ausbilden oder eben beraten. Also da sind wir dann schon im Bereich des militärischen Kampfes hinter feindlichen Linien, was eigentlich nicht der typische Bereich der Geheimdienste ist. Aber trotzdem kann man das dort einordnen, und dazu kommen dann eben die Thinktanks und die NGOs. Jetzt kann man sagen, Geheimdienste, haben die überhaupt Erfolgsgeschichten, oder wie funktioniert das eigentlich, wie erreichen die ihre Ziele? Man kann sagen, ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Also wie gesagt, Sir Francis Walsingham, der es wirklich schafft, England gegen die kontinentale Macht, die sich gegen England aufbaut, zu verteidigen und wirklich dafür zu sorgen, dass trotzdem England wieder zur Großmacht wird, ja, trotz all dieser Widrigkeiten. Das zweite wäre ein Beispiel auch, wo ein Geheimdienstkrieg, eben in dem Fall nicht eines wirklich existierenden Staates, sondern eines Untergrundstaates, nämlich Irlands, also die Ergreifung der Macht in einem besetzten Gebiet durch England, das heißt der irische Unabhängigkeitskrieg, wurde geführt von der IAA, das eine reine Geheimdienstarmee ist. Ja. Das heißt, man hat da eben spätestens ab dem Osteraufstand 1916 hat Irland gesehen, dass man nicht mehr mit militärischen Aufständen die britische Unterdrückungsmacht in Irland loswerden kann.
und hat sich dann entschieden, vor allem unter Michael Collins, dem großen irischen Nationalhelden, einen Geheimdienstkrieg zu führen. Also durch Anschläge, durch Terror, kann man durchaus bezeichnen so, gegen Regierungsbeamte, Polizeibeamte, Militär, eben den britischen Behörden so zuzusetzen, dass die das Land verlassen. Und das haben die dann wirklich geschafft, dass bis auf eine Provinz, Nordirland, Irland jetzt ein richtiger Staat ist. Das haben sie nur geschafft mit geheimdienstlichen Operationen, also ohne wirkliche militärische Macht, mit relativ wenig Leuten. Also auch eine typische Erfolgsgeschichte, die Geschichte der IAA als Geheimdienstarmee, wie gesagt, ohne ein eigenes Staatsgebiet zu haben, also nur im Untergrund, in einem besetzten Gebiet zu operieren. Ein weiteres Beispiel eben aus dem 20. Jahrhundert ist auch die Landung der Alliierten in der Normandie, die ist, glaube ich, jedem geläufig, wo eben im Endeffekt dann das dazu geführt hat, dass der Zweite Weltkrieg so entschieden wurde, indem einfach die Amerikaner und Briten in der Normandie gelandet sind und dann Frankreich zurückerobert haben vom Deutschen Reich. Das ist auch nur gelungen, weil man den deutschen Nachrichtendienst so lange getäuscht hat, dass die wirklich dachten, dass die Invasion gar nicht dort stattfindet, sondern woanders, nämlich bei Calais. Und das ging auch nur durch eine Spezialoperation, die im Hintergrund der Operation Overlord, das war das Fußfassen auf dem europäischen Kontinent durch die Invasion, lief noch eine zweite Operation, die Operation Fortitude. Und diese Operation hat im Endeffekt den Deutschen glauben gemacht, dass noch eine weitere Armee auf der britischen Insel wäre, die in Wirklichkeit dann angreifen wird. Und das, was in der Normandie geschieht, ja nur ein Täuschungsmanöver wäre. Ja. Das heißt, also eindeutig, das Wirken von Geheimdiensten absolut schlachtentscheidend und in diesem Fall sogar kann man sagen kriegsentscheidend, weil wäre die Operation Overlord in der Normandie missglückt, hätte der Krieg mehrere Jahre weiter gedauert, beziehungsweise wäre ein Sieg Deutschlands gar nicht so unmöglich gewesen, wenn sie sich vielleicht mit Russland geeinigt hätten. Also auch hier eindeutig nur durch ein Täuschungsmanöver und durch unglaublich geniale Geheimdienstarbeit, in dem Fall sogar durch auch den britischen Geheimdienst, ist es gelungen, dass eine ganze Armee eigentlich zu faken, die gar nicht da ist, und einen Angriff vorzutäuschen, der nicht stattgefunden hat. Jetzt kann man noch die dunklen Seiten vielleicht der Geheimdienste erwähnen. Das Problem ist halt, der Geheimdienst hat natürlich grundsätzlich einen schlechten Ruf. Also jeder, der Bekannte hat und der sagt, ich arbeite halt im Bildungsministerium, ich arbeite da oder dort, ist kein Problem, mit dem kann ganz normal fortgehen und mit dem sich unterhalten. Aber wenn jetzt einer sagen würde, ich arbeite für den Inlandsgeheimdienst oder für irgendeine andere ähnliche Organisation, würde jemand sich gut überlegen, ob er eben irgendwelche privaten Informationen anfordert oder was und so weiter. Das liegt daran, weil diese Dienste einen unglaublich schlechten Ruf in unserer angeblich zivilisierten Gesellschaft haben. Es ist einmal sicher ein Vertrauensverlust durch verschiedene Sachen, die diese Dienste aufgeführt haben in den Jahrhunderten, dass sie einen schlechten Ruf haben. Das Zweite ist, es gibt natürlich Dinge, die in diesem Bereich geschehen, in allen Ländern, Morde, Erpressung, eben das Erlangen von Informationen durch unsaubere Mittel, die diesen Dienst natürlich den Ruf immer wieder wegnehmen. Dann das Thema der False Flag Attacken, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber halten, gerade was die Vereinigten Staaten von Amerika betrifft, die haben fast jeden Krieg mit einer False Flag Attacke begonnen, ist auch eindeutig diesen Diensten anzulasten. Das ist etwas, was ohne Geheimnisse gar nicht geht, indem man Täuschungsmanöver anlegt, um sich dann als das Opfer darzustellen. Nächstes Problem ist sicher bei den Geheimdiensten, wie man schon auch in der Geschichte gesehen hat, ist, dass sie zu einem Staat im Staat werden, weil sie unglaublich viel Macht erlangen durch den Informationsvorteil. Und somit können solche Dienste auch eine Terrorherrschaft natürlich in einem Staat errichten. Das ist ein riesengroßes Problem, wenn sie nicht kontrolliert werden durch die verschiedenen anderen Staatsorgane, die dafür da sind, dass diese Dienste dann kontrolliert werden oder in ihrer Macht eingeschränkt werden. Und natürlich darf man auch die persönlichen Schicksale der Agenten nicht vergessen. Es ist halt eine andere Arbeit, dort zu arbeiten, als in irgendeinem anderen Ministerium. Das heißt, auch unglaubliche Belastung für die einzelnen Personen, bis hin zu Gefährdung der Person, der eigenen Familie, das in Kauf nehmen dessen, dass man kaum Freizeit hat. Also eigentlich sind diese Leute, die dort arbeiten, auch sehr eingeschränkte Personen in ihrer Handlungsfähigkeit, vor allem auch privat. Am Schluss möchte ich noch dazu kommen, die Frage zu stellen, ob überhaupt Geheimdienste notwendig sind und welchen Zweck sie eigentlich dienen. In unserer heutigen Zeit muss man wirklich sagen, dass Geheimdienste notwendig sind. Gerade in unserer heutigen globalisierten Welt, ein Staat ohne starke Geheimdienste ist eigentlich machtlos. Er kann sich überhaupt nicht mehr wehren, weil dann Tür und Tor geöffnet ist
für jeden Aggressorstaat. Wir kennen die Situation gerade in Osteuropa mit den sogenannten Regime Changes, denken wir zum Beispiel an die Ukraine, wo einfach Leute eingeschleust werden, da einen riesen Aufstand machen und dann plötzlich sieht das so aus, wie wenn das eigene Volk rebelliert hätte. Ja? Also man kann heute mit sehr wenigen kleinen Schlägertrupps, die man irgendwo zu einer Demo schickt, sofort eine Veränderung der politischen Verhältnisse erwirken. Dementsprechend sind gerade der Abwehrdienst oder auch Dienste, die schon im Vorfeld das ganze Szenario wissen, sehr wichtig, um auch die Sicherheitsorgane zu briefen, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Zweiter Fall ist sehr wichtig, auch die Sicherheit gegenüber dem internationalen Terrorismus, der ja auch immer mehr zunimmt, bei alten und Welt wird immer globaler. Und das Dritte, mit dem wir auch abschließen, ist einfach die Realität, dass auch diese Dienste einen unglaublich wichtigen Wert haben bei der Bekämpfung der internationalen Kriminalität. Weil inzwischen sind ja auch Privatpersonen schon die Akteure politisch und auch kriminelle Personen und ganze Konzerne. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für den Staat, dass er auch überwacht, welche Personen in einem Staat investieren oder ins politische Leben eingreifen. Ja? Weil heute kann ein Milliardär einfach eine Partei gründen, in einem anderen Land dort kandidieren und dort das politische Geschehen beeinflussen gegen das Volk, was dort eigentlich anstimmig ist. Und deswegen sind natürlich Geheimdienste auch wichtig, um die Interessen des Volkes zu vertreten, gegen ausländische Einflussnahme. Ne? Und damit möchte ich schließen, können auch einige Fragen gestellt werden. Ich hoffe, es war ein guter Überblick und regt zum Nachdenken an. Vor allem, es geht ja auch darum, dass wir eben die politischen Ereignisse, die wir in den Medien konsumieren, auch hinterfragen können und auch uns immer wieder vor Augen führen, dass oft im Hintergrund Dinge laufen, die uns so gar nicht präsentiert werden. Ja. Und ich hoffe, das war ein guter Ansatz, um vielleicht in Zukunft mehr nachzudenken, wenn man was im Fernsehen oder sonst irgendwo sieht.